Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part bei den Sims mit der Familie Rivers. Ja, wir sehen gerade hier auch Leon und Phil bei einer kreativen Schaffensgestik. Ja, keine Ahnung. Phil ist jedenfalls damit beschäftigt, sich am Keyboard zu üben und Leon ist wie immer dabei zu malen. Das macht er ja sehr gerne und sieht auch gerade ziemlich konzentriert dabei aus. Aber nun gut, ja, so doll klingt das jetzt nicht, Phil, aber na gut. So, dann verschwinden wir mal hier wieder aus dem Raum. Man setzt erstmal die Wände wieder ein wenig runter, so, dann sehen wir auch schon mehr. Ja, dadurch, dass ich ja das Spiel mehr oder weniger neu anfangen musste und auch nur den Speicherstand nehmen konnte, sind wir nicht mehr im Urlaub, das wisst ihr ja auch. Und ich habe mir auch überlegt, mit Leon und Phil eine ganz andere... Was ist das denn für Musik? Ja, okay. Das scheint mir genau R&B zu sein. Wir versuchen es vielleicht mal wieder mit Indie oder so. Ja, wir versuchen es einfach mal mit Indie. Das klingt ganz gut. Ja, und zwar, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir mit Leon und Phil eher so auf die familiäre Schiene gehen. Weil vorher war ich ja so für Studentenleben und so, lass uns studieren, lass uns verreisen, können wir alles noch machen. Aber ich bin jetzt erstmal dafür, dass die beiden heiraten sollten und danach ein Kind adoptieren. Ich bin da gerade voll für, ich weiß auch nicht. Ich glaube, dann löschen wir auch dieses Sportzimmer hier raus und da kommt dann ein Kinderzimmer rein. Aber ich bin gerade irgendwie voll für ein Kind für die beiden. Ich weiß nicht, ich finde die beiden so süß und weiß ich nicht. Wir lassen sie jetzt hier noch ein bisschen leben, damit sie sich so mit den Nachbarn hier anfreunden wieder und mit ihren Chefs und dass sie auch noch ein bisschen in der Karriere aufsteigen. In der Zwischenzeit heiraten wir dann und dann werden wir ein Kind adoptieren. Hihi. Ja, ich freue mich jedenfalls. Und ja, Bob und Princess sind wie immer am Rumspielen. Princess insbesondere gerade mit ihrem Ball. Das macht sie sehr süß und auch sehr schön. Lauf, Princess, lauf. Lauf wie den Ball hinterher. Genau. So, da hat sie den Ball auch schon. Sehr schön. So, dann suchen wir mal noch schnell Bob. Bob, wo bist du? Irgendwo hier im Wasser, wie es ausschaut. Dann gehe ich mal... Ah, okay, dahinter versteckt Bob sich. Hallo, Bob. Aber ich weiß ja, wie gerne ihr schwimmt. So, ja, gehen wir mal am besten zu Leon hoch. So, was hast du denn noch für Wünsche? Hundepark besuchen, ja, können wir gerne machen. Universität erstmal nicht, das habe ich ja gerade erwähnt, das haben wir bereits. Und ein Star-Treffen, ja, dann müssen wir mal in unsere Einstellungen schnell gehen, weil ich habe hier Promis ausgeschalten. So, dann kommen hier wenigstens auch noch ein paar. So, das kommt weg und das kommt weg und mit drei reichen Sims an Freunde, machen wir das lieber so rum. Warten jetzt noch, bis Phil seinen Punkter fertig hat. Und dann gehen wir mit ihm mal in die Stadt und gucken, was wir da so für Leute kennenlernen. Denn was bringt uns eine Hochzeit, wenn wir keine Freunde haben, die mit uns mitfeiern? Das wäre ja echt doof. So, jetzt ist Leon schneller fertig geworden mit dem Fähigkeitenpunkt als Phil. Aber er hat auch gleich das Bild fertig. Wahnsinn. Das freut mich natürlich. So. Dann haben jetzt alle das erreicht, was sie erreichen wollten. Dann verkauft das mal, Phil. Könntest denn eigentlich auch mal die Wäsche in den Trockner bringen? So, hier, den Napf können wir auch noch füllen. Ja, wir sind aufgestiegen. Wir sind nun Fingermaler. Mensch, wir sind ja richtig was Besonderes. So, dann kannst du mal auf Toilette gehen danach noch und dann ein weiteres Bild malen. Mal ein großes. So, und Phil, du kannst jetzt mal aufstehen. Wir gehen jetzt in die Stadt. So, wo können wir denn als erstes hingehen? Weil du musst ja erst wieder morgen arbeiten. Ich finde es cool übrigens, dass der Wetterstein genau hier auf diesem einsamen Punkt ist. Das passt ganz gut. Anders als bei den Teachers, glaube ich. Irgendwo ist der Wetterstein auf einem Platz... genau, bei den Teachers, auch mitten im Stadtpark. Ey, so ein Blödsinn. So, wo gehen wir denn hin vor Schreck? Ach, je. Wir könnten in den Hundepark gehen. Genau, wir gehen mal in den Hundepark und gucken, ob wir hier jemanden treffen. Und warten einfach mal ab, was denn hier sich gleich so ergibt. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal irgendetwas, was gerade denkt. Hallo, du, was auch immer da denkt. Was bist du denn? Du bist ein Telefon, wie es ausschaute. Okay, da ist jemand am Laptop. Gut, okay. So, dann mache ich mal kurz Pause, damit sich das kurz ein bisschen aufbauen kann. So.
Phil kommt auch schon. Sehr schön. So, okay, das mache ich auch immer. Ich stelle meinen Laptop auch immer hin und dann stehe ich wieder auf. Das ist immer sehr sinnvoll. Nee, nicht hoch, runter will ich. So. Okay, da steht noch jemand rum. Dann können wir uns doch gleich mal mit diesen Personen anfreunden. Wer bist du denn? Felicia Lynn. Oder Felicia oder ach, keine Ahnung. Wir freuen uns einfach mal mit dir an. So, wir könnten eigentlich auch mal Princess und Gott, Bob hierher holen. Geht mal, ihr beiden. Gucken, wie lange ihr braucht. Vielleicht ist es schon dunkel, ihr hier seid. Man weiß es nicht. So, dann sei mal nett, Phil. Nein, nicht überschwänglicher Kuss, das ist eine schlechte Idee. Romantisch, nach Sternzeichen fragen und nach Karriere fragen. Okay, sie ist hoffnungslos romantisch, das passt ja schon mal super. Dann können wir mal von Musik schwärmen. Sie ist eine Romantikerin. Sehr schön. Haben wir eigentlich schon genug Lebenslaufzeitpunkte? Ja, ich glaube schon. Oder ich hoffe es zumindest. Dann können wir hier dieses. Welche war denn das? Nee, ich glaube, das gab es erst bei 10.000. Was ich suche. Oh Gott, aber was suche ich denn? Multitalent? Nein, hier, das. Ich suche gerade dieses Ding. Nee, das ist schon zu weit, oder? Da, wo man die Merkmale schneller rausfinden kann. Aber wo war denn das? War das wachsam? Das wachsam war das, genau. So, weil jetzt findet er schneller die Merkmale raus. Seht ihr, sie ist Computerfreak, sie ist eine Schmeichlerin und ein Genie. Das ist doch super. Das können wir dann noch machen. Kannst ja mal eine Grimasse schneiden. Vielleicht ist er ja auch noch voller Humor gesegnet. Hier ein Kompliment über Klugheit machen. Das ist auch super. Dann freuen wir uns sehr schnell mit ihr an. Yay, wäre doch nicht schlecht, wenn wir hier schon ganz schnell eine beste Freundin, eine kriminelle beste Freundin hätten. So, Leon, ein übernatürliches Wesen treffen. Nein, heute nicht. Ein Schreibfehler. Nein, nein, ein Groß auch nicht. Rebellen, ja. Das können wir ruhig mal machen. So, was hast du hier noch für Wünsche, mein Freund? So, also die Putze haben wir schon mal nicht und das möchten wir auch nicht. So, ihr seid schon fertig, meine Güte. Lustiges Video zeigen, mach mal. Und dann können wir nochmal ein Geheimnis verraten. Und was können wir denn noch machen? Wir können von Hunden schwärmen, die mögen wir nämlich besonders. Und wir könnten. Was können wir noch machen? Das kommt irgendwie bestimmt blöd an. Ja, pff. Machen wir nochmal ein Kompliment über Klugheit. Ja, ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass ich immer dasselbe mache. Das ist richtig. Aber es bringt einfach mehr, was ich mache, als wenn ich hier irgendwie immer so plaudern und so eine Scherze mache. Das bringt einfach nichts. Da komme ich nicht voran. Und ich möchte hier schnellstmöglich vorankommen. Ja, dann kannst du auch mal ein ekliges Video zeigen. Mal gucken, wie sie darauf reagiert. Ja, schau mal. Ich habe hier was ganz Ekliges. Wenn du das siehst, dann. Okay, was ist das da eigentlich? Ich komme nicht näher ran. Verdammt. Okay. Okay, sie fand es anscheinend nicht so lecker. Okay, kann ich verstehen. Deswegen steht da bestimmt auch ekliges Video und nicht super witzige Sache. Aber okay. Mensch, was können wir denn noch machen, was hier so halbwegs was bringt und was wir noch nicht hatten? Tratschen. Wir können tratschen. Tratschen ist super. So, was können wir noch machen? Herumblödeln könnten wir. Haben wir eigentlich alle Merkmale rausgefunden? Nee, eins fehlt uns noch. Vielleicht ist sie ja auch eine Diva. Wollen wir mal ausprobieren, ob sie eine Diva ist? Dann können wir mal hier dieses Kompliment bitten machen. So, seid ihr Freunde? Das wäre cool. Nein, seid ihr nicht. So. Okay, sie kriegt gerade eine Nachricht, alles klar. Und freut sich. Okay, dann hat sie ihr gerade eine Nachricht geschickt. Okay, was ist hier mit euch beiden Mädels? So, du bittest sie als allen Ernstes um ein Kompliment und sie macht es auch noch. Okay. Das liegt daran vielleicht, dass sie begeistert ist. Man weiß es nicht. Euch beiden geht's eher schlecht. Vielleicht solltet ihr doch lieber nach Hause. Wie weit seid ihr denn jetzt gerade? Oh Gott, ihr seid ja noch nicht wirklich weit. Princess erst recht nicht. Ganz ehrlich, Princess, du gehst schon mal nach Hause. Nicht in den See, nach Hause. So, und Bob kann es gerne nochmal probieren. So, Phil, gehen wir mal zurück zu dir in den Park. So, dann machen wir hier mal an der Stelle weiter. Yay, sie ist deine Freundin. Das freut mich aber richtig, mein Bester. Dann wollen wir nochmal gucken, was wir noch machen können. Frag mal nach ihrem Tag und so. Wie war der denn? War er gut, schlecht, weniger gut oder mittelmäßig? Also scheint auch reich zu sein, alles klar. Hm.
mach nochmal ein Kompliment über Klugheit und dann können wir nochmal ein Internetkatzenvideo zeigen. Das ist auch immer sehr witzig. Was können wir denn noch machen? Wir können mal von Musik schwärmen, mal gucken, was das bringt. Ja, mal gucken. Ich möchte mich einfach noch besser mit ihr anfreunden, damit wir so eine beste Freundin für Phil finden. Yay, sie ist begeisterungsfähig. Wer hätte es gedacht? Dann haben wir jetzt alle Merkmale. Lerne 3 neue Sims oder Tiere kennen, um eine fantastische Party zu erleben und Salonlöwe zu werden. Okay. Ich klick's jetzt einfach mal an. Da kann ja nichts passieren, wenn nicht. Oh, klein Bob ist da. Juhu. Futter fressen. Haben wir denn hier irgendwo Futter, Bob? Bist du nass geworden? Warum bist du denn nass geworden? So, hier haben wir schon mal Futter, mein Bester. Dann ess mal erstmal was. Stärk dich ein wenig. So, Phil. Gute Freundin, das ist doch super. Hier, dann kannst du dir auch mal einen Insider-Witz erzählen. So, was können wir denn noch machen? Freundschaftlich umarmen, ist super. Das können wir noch mal machen. Und dann machen wir noch selber ein Kompliment. Wo war denn das gerade? Okay, das ist anscheinend weg. Zuneigung ausdrücken ist auch doof. Bewundern wir sie einfach mal. Und dann müssten wir es gleich eigentlich schon so weit haben, dass ich sage, okay, das ist super. So, wir können ja mal über Computer reden. Immerhin ist sie ja so ein kleiner Computerfreak. Du bist gegangen, obwohl das Event noch im vollen Gange war. Ja, wir haben doch gar nichts gemacht. Das war eine tolle Herausforderung. So, ja, das kann auch erstmal so weit reichen. Wir gehen jetzt mal zu Bob und kümmern uns ein bisschen um ihn. Nicht wahr, Bob? Du bist ja jetzt nicht umsonst hierher gekommen. Wir können dich ja mal bürsten. Wenn du schon mal hier bist. Dann bist du gerade so weit gelaufen, Mensch. So, Princess läuft wieder nach Hause. Oh Gott, Princess, da geht's ja gar nicht gut. Viel Glück, Princess. So, Leon ist auch bald mit seinem Bild fertig. Na, dann mach mal Phil. Dann beschäftige dich hier mal mit Bob. Okay, das war jetzt hier nicht so ganz der Burner. So, dann... Wo bleibst du denn? Komm jetzt mal langsam in die Richtung, wo du bist. Ja, ihr wisst, meine Kameraführung ist der Wahnsinn. So, ha! Aber ich hab's hingekriegt, ja? So, dann können wir auch mal gucken, wie du ihn hier bürstest. Schlabbert er ihn erstmal ab, wie süß. So, was können wir denn noch mit euch beiden machen? Hier, Zuneigung, streicheln, Zuneigung, Hand beschnüffeln lassen, Zuneigung, umarmen. Vielleicht schafft ihr das beide, ja? So, weiter geht's im Text. Beschnüffelst du ihn gerade? Das wäre ja ganz praktisch. Hier am Bauch gekraut werden ist super. Ja, und der Wunsch wurde erfüllt. Meine Güte, super. Was können wir denn noch machen? Lecken ist auch niedlich. So. Princess ist zu Hause und reagiert sich erstmal ab. Sehr gut. Dann würde ich sagen, könnt ihr beide auch gleich mal nach Hause fahren. Zwei reiche Freunde haben. Das hat halt 3 angeklickt, ne? Nein, ich will aber 2. So. So, was können wir denn hier noch machen? Der Tierbaden ist gerade nicht Spaziergang mit Ziel. Ich würde gerne nach Hause. Ja, geht mal beide nach Hause. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Ja, ich weiß, ihr habt Hunger. Ist ja gar kein Ding. So. So, Bob freut sich natürlich. Verstehe ich. So. Dann wollen wir mal ein bisschen weiter weg. Upsala. So war das nicht gedacht. So, ein bisschen höher. So. Ich krieg euch noch, ich krieg euch noch. Ich hab euch. So. Da. Da lauft ihr. Ganz brav. Wie lange soll das jetzt eigentlich dauern, ihr zu Hause seid? Naja, wir werden es ja sehen. So, dann drücke ich mal kurz auf Pause und switche mal zu Leon rüber. Haben wir ja Gott sei Dank nicht weit, aber ist auch echt ewig, bis man in der Stadt ist. Ey, das gibt's ja gar nicht. Kein Wunder, dass Bob so lange gebraucht hat und Princess hat ja Ewigkeiten gebraucht. Herrje. So, Abendessen servieren. Macaroni mit Käse. Das klingt doch super. Oh, Freundschaft fürs Leben. Ihr habt es geschafft. Sehr schön. So, was können wir denn... Ja, okay, ihr braucht jetzt eine Weile. Princess, wie geht's dir? Princess schafft es schon. Das ist sehr gut. Ja, Princess, hier, du kannst mal pieseln. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Dann kannst du nochmal kauen und nochmal aus dem Napf fressen. Und dann kannst du dich mal ruhig hier schlafen legen.
So, Phil, du kannst dann auch mal hier Woody füttern, weil Woody stirbt sonst. Das wäre eher unpraktisch. Weil das habe ich jetzt total vergessen. Nicht gut. So, aber es kann mit euch noch eine Weile dauern, deswegen streiche ich das erstmal weg. Und Bob, du kommst jetzt einfach mal so nach Hause. Und zwar schnell, sonst könnte das dir ein bisschen Schwierigkeiten bringen. Kannst du dir mein Spielzeug holen? So. Phil beeilt sich, damit Woody nicht stirbt. Und ja, Bob kocht fleißig. Nee, nicht Bob. Oh Gott, Bob ist der Hund. Ich meine Leon. Gott, was ist denn das schon wieder für Musik, ey? Manchmal kann man sich ja echt nur an den Kopf greifen, was da für Musik bei rauskommt. Aber dann gut. Yay. Leon, unser begabter Koch. Sehr schön, das funktioniert ja hier. Aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle auch erstmal wieder Schluss. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder in einer weiteren Folge mit der Familie Rivers. Bis dahin, ciao!